Namaste, Namaste, herzlich willkommen an diesem Freitag, 6. Oktober 23 beim Kaimi Report, der Geschichte hinter der Geschichte, hier auf YouTube. Schön seid ihr bei uns vor dem Wochenende noch. Ja, wir kämpfen noch etwas mit dieser Mitteilung von gestern, diese hochkriminelle Geschichte, wo unsere langjährige Gärtnerin hier unten, die sich ein bisschen um unseren Garten gekümmert hat, brutal umgebracht wurde, und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von ihrem Lebenspartner, der sich anschließend offensichtlich selbst gerichtet haben soll. Viele Verbrechen in Südafrika betreffen nicht Fremde, betreffen nicht Touristen, sondern sind innerfamiliäre oder innerbetriebliche Abrechnungen von Syndikaten, von verfeindeten Betrieben. Das ist leider eine Schattenseite von diesem ansonsten so wunderschönen und auch sehr freundlichen Land. Und darum haben wir, bleibt bis am Schluss dabei, auch eine ganz schöne Geschichte über dieses, eben dieses Land da. Hat auch zu tun mit dem Leibchen, das ich heute trage. Guckt mal, wie schön das gefertigt ist. Und das auch ganz vielen Zuversicht geben soll, dass es eben um Afrika, sich nicht um den verlorenen Kontinent handelt, sondern dass es noch Hoffnung gibt. Ja, was steht an? Am Wochenende, am Samstag, ist die WHO-Kundgebung, Informationsveranstaltung nennt man das jetzt, in Winterthur. Wenn alles klappt, sollte ich zugeschaltet werden mit einer Rede, die ihr dann, auch wenn alles klappt, bei Rumble am Sonntag in Form unseres Salons auf Rumble euch in aller Ruhe in der guten Stube anschauen könnt. Aber das Wetter soll ja nach wie vor recht gut sein. Ein Trip nach Winterthur ist sicher zu empfehlen für die Organisatoren, weil es geht um vieles, es geht um The Who. Ansonsten bekommen wir hier unten natürlich vieles mit, auch was in Europa passiert, was in Deutschland passiert. Alice Weidel, die Bedrohungen. Sie musste ja ihre Wohnung räumen in Berlin und konnte am Tag der Einheit nicht auftreten, weil es zu gefährlich gewesen wäre. Die Polizei konnte ihren Schutz nicht garantieren. Offenbar hat man jetzt auch in der Schweiz, wo sie auch einen Wohnsitz hat, die polizeilichen Maßnahmen verstärkt. Das ist eigentlich nur schrecklich. Noch schrecklicher ging es wahrscheinlich Tino Kubala von der gleichen Partei. Er ist einer Attacke, so was wir gehört haben, allerdings von verschiedenen Quellen, mit einer Nadel, also mit einer Spritze ausgesetzt gewesen, kurzzeitig hospitalisiert bis zur Intensivstation, soll das Spital aber wieder verlassen haben. Ebenfalls schlecht ging es einem anderen Politiker der AfD, Andreas Jurka. Er soll nach einem Wahlkampfumtrunk in Augsburg brutal zusammengeschlagen worden. Also das Bild ist nicht schön, sehr großflächige Hämatome im Gesicht und man hat offenbar auch noch eine Fraktur eines Sprunggelenkes festgestellt. Nun, ein Gelenk kann eigentlich nicht frakturieren, also entweder sind es Fußknochen oder der untere Schienbein oder Wadenbein oder eine Kombination desselben. Etwas pietätlos schreibt die Schweizerisch-Technische Rundschau, genannt Blick darüber. Ja, es wäre erstaunlich, dass die Verletzungen so symmetrisch wären und eigentlich nur das Gesicht bis zu den Augsbrauen betroffen wäre, die Stirn nicht. Und eben im Spital hätte man noch eine Fraktur des Sprunggelenkbereichs festgestellt. Aber das hätte außer dem Spital sonst noch niemand verifiziert. Ja, reicht dem das nicht, wenn das Spital Diagnose macht? Also ganz eigenartig. Und ich frage mich, was passieren würde, wenn das Politikern einer anderen Partei widerfahren würde. Und es gibt bekanntlich gute und schlechte Witze. Über Geschmack kann man auch bei den Witzen streiten oder man soll eben nicht streiten. Ich denke allerdings, ein schlechter Witz ist von Marco Wanderwitz. Nomen est omen, der heißt wirklich so, dass ein CDU-Politiker, Abgeordneter,
der wieder mal Anlauf nimmt, die AfD bundesweit verbieten zu lassen. Seine Begründung ist, dass diese Partei sich in einer Diktatur wohler fühlen würde als in einer Demokratie. Interessante Töne kommen auch von Professor Markus Köyp heißt der Mann. Er ist Professor an der ETH in Zürich in der Schweiz, er ist aber Deutscher. Und er zieht jetzt über alles her, was es nicht ganz blind dem ukrainischen Narrativ folgt und dass man die quasi zum Verstummen bringen sollte. Und ich weiß nicht, wir sind gerade im Ausland, schwer im Ausland, da geht man ein bisschen mit Demut vor, auch wenn wir da unten immer wieder Schwierigkeiten haben, auch wenn wir hier Steuern bezahlen, wir sind nun mal Gast und geduldet. Mehr oder weniger gern gesehen, das hat alles verständliche Gründe aus der Geschichte von Südafrika. Aber dieser Herr Professor Köyp, dem sollte man ein bisschen mal die Hühner eintun, wie das die Appenzeller zu sagen pflegen. Also mal sagen, wo oder der Bartli der Most holt. Auf Schweizerdeutsch, dass er eigentlich noch weiß, wo er sich befindet und von wem er wofür bezahlt wird. Es gibt, fairerweise möchte ich das natürlich selbstverständlich sagen, wie immer, es gibt da auch ein sehr prägnantes Video von Kollege Roger Köppel darüber, der sich in diesem Fall, wie ich finde, sehr professionell und dezidiert zu diesem Professor Markus Köyp äußert. Nun, interessant, es gibt nicht nur Witze und Wanderwitze und Marco-Wanderwitze, also nicht meine, sondern eben dem CDU-Politiker. Übrigens, apropos Kabarett, ihr könnt immer Tickets ordnen, wir bedienen das auch von hier unten aus und freuen uns natürlich über jeden, über jedes geordnete Ticket. Aber es gibt auch eine Sprachwandlung, zum Beispiel das ZDF hat neue Begriffe. Also ich mag mich erinnern, 2015 waren bei dieser ersten großen Migrationswelle waren es entweder Flüchtlinge oder es waren Kriegsflüchtlinge oder es waren Schutzsuchende. Dann hat sich das ein bisschen verändert, das Vokabular. Und zwar aus diesen Begriffen wurden zuerst Migranten. Und nun nennt das ZDF in den offiziellen Journalen, also heute Journal zum Beispiel, die heißen jetzt Ankommende. Also die heißen nicht mehr Schutzsuchende, die heißen nicht mehr Flüchtlinge, die heißen jetzt Ankommende. Und spannend apropos Ankommende, es gibt ja in Deutschland Mission Lifeline, das ist eine Seenotrettungsaktion, gegründet und finanziert von United for Rescue. Und der Vorstand und Mitgründer und Leiter von Axel Steyer, von Mission Lifeline heißt Axel Steyer und er postet auf X interessante Posts, zum Beispiel Zitat: Wir sitzen am längeren Hebel, bald ist Schluss mit dem lustigen Leben als Weißbrot, sagt er für uns Europäer. Zitat Ende. Und nochmals ein Zitat. Nein, es wird irgendwann keine Weißbrote mehr geben, weil ihre Nachkommen, also er meint uns, unsere Nachkommen, in 50 bis 100 Jahren sich offenbar anders als sie für eine Sternin entscheidet, der nicht weiß ist. Die Enthomogenisierung der Gesellschaft schreitet voran. Ich unterstütze das mit meiner Arbeit. Zitat Ende. So viel Axel Steyer von Mission Lifeline, finanziert von United for Rescue. Und die hat auf Antrag der Grünen 8 Millionen Euro von Steuerzahlern bekommen, vom Deutschen Steuerzahlerbund, von der Bundesrepublik Deutschland. Der Chef von United for Rescue, also Rettung, ist Thies Gundlach und der ist Lebensgefährte von Katrin Göring-Eckardt, die Pastorentochter.
einer der maßgeblich Influencerinnen und mächtigen Frauen in Bündnis 90 Die Grünen. Also das ist schon sehr interessant, was da abläuft. Quelle ist X, also Twitter, der eigene Twitter-Account von Axel Steyer, da kann man das nachlesen. Und aufgenommen wurde das auch von Die Welt, und zwar in diesem Jahr. Ja, nun gut, also ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich weiß nicht, was man davon halten soll. Also bald wird es keine Weißbrote mehr geben und bald ist Schluss mit diesem lustigen Leben als Weißbrot, sagt Axel Steyer, Vorstand und Mitbegründer von Mission Lifeline, die Seenotrettungs-Company unter deutscher Flagge segelnd. Interessant auch, was in Kanada abgeht. Ihr habt das alles mitbekommen über diesen Skandal mit einem im Parlament wurde ein ehemaliger SS-Waffenbruder, allerdings schon hochbetagt, mit einer Standing Ovation des ganzen kanadischen Parlaments geehrt, weil er im Zweiten Weltkrieg gegen die Russen gekämpft hat, eben unter einer bestimmten Ägide, nämlich der Waffen-SS, einer hochkriminellen, verbrecherischen Vereinigung. Das lässt Justin Trudeau zelebrieren im kanadischen Parlament. Ich weiß nicht, wo dieses Land langsam hinsteuert. Und dafür im Gegenzug gibt es einen Pfarrer, einen Pastor, der heißt Arthur Pawlowski, und der hat ein Verbrechen begangen. Er hat bei diesen Trucker-Protesten, ihr erinnert euch, diese Trucker-Convoys während der C-Pandemie, hat er dort quasi auf der Straße, wie kann man das nennen, aufgerufen, ja, in seinem Beruf, Kraft seines Berufes, als Pfarrer hat er gepredigt, dass die Truckerfahrer, die Konvoifahrer nicht aufgeben sollen. Und sie hätten auch Gottes Beistand. Das ist sein gutes Recht als Mann Gottes, als Pastor oder Pfarrer, das zu sagen. Aber er wurde jetzt zu 60 Tagen Gefängnis verurteilt, weil er eben genau das gemacht hat, was ich soeben erzählt habe. Ja. Lasst mir wissen, was ihr alles von dem, was ich soeben erzählt habe, haltet in den Kommentarboxen. Es ist schon erstaunlich, was da alles passiert auf der Welt. Und ich habe gesagt und versprochen, ich möchte mit einer guten, schönen Geschichte aufhören. Ich habe mit meinem Freund, mit dem Bruno, mit dem ich im Oberberg war, im Walker Bay. Da hinten ist übrigens auf dem Bild da, das ist ein Wal, ihr seht die Schwanzflosse, die Walker Bay bei Hermanus, kann man um diese Jahreszeit wirklich vom Ufer aus, von der Promenade aus, kann man wirklich Wale sehen, wie sie aufspringen, wie sie splashen und so weiter. Also sie kommen da in diese Gefilde, um abzuleichen und gehen dann wieder Dezember so wieder Richtung Antarktis. Und wir sind dann so rumgeschlichen, unsere Frauen haben eine Cruise gemacht, also die sind auf ein Schiff gegangen, um diese Tiere noch besser zu sehen. Habe ich auch mal gemacht, mir war nachher so ziemlich übel, weil ich Trottel habe natürlich die ganze Zeit mit der Kamera und dann, wenn man durch die Kamera, durch den Sucher schaut und das macht so nach 3 Stunden war dann für einen Moment lang nicht mehr besonders gut. Also wir sind da haben beschlossen, einen ruhigen Tag, vieles zu besprechen, was es zu besprechen gab. Und dann sind wir noch so durch den Markt dort gelaufen und haben Bai getroffen. Bai ist ein jüngerer Mann, nicht aus Südafrika, sondern aus Senegal. Er hat so einen Kleiderstand gehabt am Markt, eben mit solchen Produkten. Ich habe ihn gefragt, ob er von Südafrika sei. Nein, er sei aus Senegal. Und was ihn hierher geführt hätte, ja, er hätte Freunde besucht auf schwierigem Weg und dann sei Corona ausgebrochen, hätte nicht mehr ausreisen können, hätte auch
kein Geld so schnell gehabt für ein Flugticket nach Dakar zurück von Johannesburg oder Kapstadt und er wäre einfach hängen geblieben. Aber er wäre gelernter Schneider, hätte so gejobbt, um irgendein paar Kröten zusammen zu kratzen, hätte sich eine alte Nähmaschine, die ist wirklich, die hat einen Motor, da hat man das Gefühl, man könnte ein großes Boot antreiben. Aber wie ein altes, wunderschönes Stück hat er in seinem Stand drin. Er war auch gerade an einem Hut nähen, als wir gekommen sind. Und er würde jetzt einfach nur den Stoff einkaufen und diese Dinge alle selber machen. Und ja, er würde gar nicht so schlecht leben davon. Standmiete sei allerdings nicht billig, aber die Leute, die vorbeikommen würden, eben wie ich gestern gesagt habe, die meisten sind von diesen Touristen sind wirklich hoch anständig. Man sieht keine Betrunkenen, man sieht keine Verbrannten, so diese Krebsroten, die man auf Malle sieht. Und ja, hätte jetzt da ganz per Zufall ein völlig neues Leben gefunden und sei selbstständig und hätte sich aber alles erkämpfen müssen, auch die Zahlungsformen, die Leute würden auch erwarten, dass sie nicht immer nur in bar bezahlen können. Und er hat wirklich wunderschöne Dinge dort, man kann natürlich von diesen Dingen halten, was man will, aber so, also wir haben dann zugeschaut, er hat wirklich so ein Händchen gehabt, wo man merkt, dass der spricht förmlich mit den Textilien und er macht Jackets, er macht Hosen, er macht eben diese Shirts, er macht Hüte, Mützen. Und das ist für mich so ein Beispiel, man, der strandet hier unten, hat noch ein bisschen Geld, aber nicht mehr, um wieder in die Heimat zurückzukommen. Was tut er? Er besinnt sich, dass er mal was gelernt hat und macht daraus wirklich eine wunderschöne Geschichte. Also es war so ein farbenfroher Stand. Die Maschine zeige ich euch mal, wenn ich wieder in Basel bin, wenn wir wieder ein Studio haben. Und das sind Dinge, die mir einfach Mut machen. Ja, auch er ist ja letzten Endes, er war kein Schutzsuchender, aber er ist auch ein Migrant geworden. Der ist jetzt hier und der verdient sich sein eigenes Leben und wirklich noch ein hübscher Kerl und sympathisch und wirklich einfach offen. Und ja, das war eigentlich fast am gleichen Tag, wie eben diese schreckliche Botschaft erfahren haben, einen Tag vorher. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein gutes Gleiten ins Wochenende hinein. Was ich morgen mache, weiß ich noch nicht. Am Sonntag, wie gesagt, gibt es den Salon mit, hoffentlich klappt es mit meiner Demo-Rede in Winterthur zur Informationsveranstaltung über The Who. Und wenn ihr Lust habt, pilgert dorthin. Die Veranstalter hätten es sicherlich sehr verdient. Also ich sage Amandla, Avetu, alle Macht dem Souverän. Mein Name Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos a todos, sali zusammen, man sieht sich.